Seite. Heute basteln wir ein Boccia-Spiel für drinnen und draußen. Hier seht ihr alle Materialien, die ihr zum Basteln eurer Boccia-Bälle braucht. Ihr werdet sie alle zu Hause bei euch finden und deshalb können wir gleich mit Basteln loslegen. Als erstes braucht ihr drei verschiedene Stoffe, eine Stoffschere, einen Kugelschreiber, etwas Kordel- oder Baumwollgarn, eine Nylonstrumpfhose, zwei verschieden große Teller, einen kleinen und einen großen, einen Trichter, einen Löffel und jetzt ganz wichtig, das Füllmaterial für unsere Boulebälle. Ich habe mich zu Hause bei mir mal umgeschaut und ich habe gefunden getrockneten Mais, getrocknete Erbsen, Reis und kleine Steinchen. Wenn ihr bei euch mal schaut, werdet ihr vielleicht auch noch andere Sachen finden, die ihr einfüllen könnt. Sehr praktisch ist auch, eine Waage zur Hand zu nehmen. Dann könnt ihr eure Boulebälle wirklich alle gleich schwer machen, damit nachher beim Spielen alle die gleichen Chancen haben. Jetzt können wir eigentlich sofort mit Basteln starten. Wie ihr seht, habe ich den ersten Stoff schon vor mir ausgebreitet. Ich habe ihn mit der linken Seite nach oben hingelegt und werde jetzt den ersten Kreis aufmalen. Ich nehme mir meinen großen Teller zu Hilfe und einen Kugelschreiber und umfahre den Teller einmal komplett. So. Nehme ihn weg und habe meine Vorlage für den ersten Kreis. Schneide ihn jetzt erstmal grob zurecht. So. Und werde ihn jetzt ordentlich ausschneiden. Am besten geht es jetzt mit einer Stoffschere. Falls ihr sie nicht zu Hause habt, klappt das auch mit einer normalen Bastelschere. Vielleicht könnt ihr sie so ein bisschen schärfen. Aber es geht auch mit der Bastelschere. Es ist ein bisschen mühsamer, aber funktioniert auch. So, jetzt ist unser erster Kreis fertig und mit diesem Stoff macht ihr das jetzt noch für zwei weitere Kreise so. Wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr drei Kreise in diesem Motiv vor euch. Dann nehmt ihr euch euren zweiten Stoff und mit dem zweiten Stoff macht ihr es auch so. Das heißt, insgesamt habt ihr dann sechs große Kreise. Als nächstes braucht ihr die Strumpfhose. Ihr macht sie auseinander. Ihr braucht nur die Beine der Strumpfhose. Deshalb schneiden wir das jetzt einfach mal hier ab. Das Oberteil kann weg. Haben wir jetzt die zwei Beine. Und jetzt machen wir aus jedem Bein drei gleich große Stücke. Ich denke mal so, die Größe wird okay sein. So. Zwei. Drei. Das macht ihr mit der zweiten Strumpfhose jetzt genauso. Das heißt, ihr habt jetzt sechs von diesen Nylonschläuchen. Wir machen jetzt den ersten Ball mit einem dieser Nylonschläuche. Und zwar geht ihr hin, macht einen Knoten in das eine Ende und zieht ihn gut fest. Richtig gut stramm ziehen. Jetzt ist eine Seite geschlossen. Dreht den Strumpf um, damit euer Knoten jetzt innen liegt. So, das gibt unser ersten Ball.
Jetzt brauchen wir das Füllmaterial. Ich habe mich jetzt in meinem Fall hier für den Reis entschieden. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet, aber bleibt dann am besten bei einem Füllmaterial für alle Bälle. Praktisch ist es jetzt natürlich, wenn man einen Trichter zur Hand hat, aber es geht genauso gut auch ohne Trichter, dieses Material einzufüllen. Sollen schon so eine gewisse Größe haben. Stecken wir jetzt so, ist eigentlich ganz angenehm. Ihr könnt einfach vielleicht schauen, dass er gut in eurer Hand liegt, der Ball. Und dann ist es praktisch, wenn ihr ihn erstmal so ein bisschen dreht, dann ist es einfacher, den nächsten Knoten zu machen. Versucht jetzt ziemlich stramm zu drehen und dann sehr stramm einen weiteren Knoten zu setzen. Vielleicht kann euch auch jemand helfen. Zu zweit ist es vielleicht noch einfacher als alleine. So, und auch wieder richtig dran ziehen. Das wäre jetzt der erste Ball. Nachdem unser Nylonball jetzt fertig ist, wollen wir ihn noch mit dem Stoff umwandeln, damit er auch sehr schön aussieht und wir ihn dann später von den Bällen unseres Spielpartners unterscheiden können. Dafür schneiden wir als erstes nochmal hier den oberen Teil unseres Nylon Schlauchs ab, dann ist das nicht so dick hier und platzieren den Nylonball in der Mitte von dem Stoffkreis. Schauen wir mal, ob das passt so von der Größe, aber ich denke mal, das funktioniert ganz gut. Jetzt schneiden wir ein Stück von dem Faden ab. Ich lasse ihn jetzt bewusst ein bisschen länger kürzen, können wir nachher immer noch, wenn wir es drum gewickelt haben, aber lässt es besser drum wickeln. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, auch mit Partner, glaube ich, besser zu bewältigen als alleine. Man muss das jetzt erstmal so ein bisschen zusammennehmen, damit der Ball komplett mit dem Stoff umgeben ist. So, erstmal so ein bisschen nehmen. Erstmal um, dann kann man auch erstmal mal gucken, dass es so richtige Kugel gibt. Weil oben ist es meistens so ein bisschen flach. So, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Jetzt nehme ich meinen Faden. Erstmal so ein bisschen vielleicht in der Mitte oder so. Und wickel ihn erstmal lose rum und versuche ihn dann richtig stramm zu ziehen. So, das nochmal hier. Dann noch ein paar Mal vielleicht drum wickeln. Richtig festziehen. Und dann einen festen Knoten machen. Mal einknoten, richtig festziehen, dann kann man noch mal sehen, ob das einem so gefällt von der Form her, ob es fest genug ist. Das sieht eigentlich gut aus. Dann mache ich noch einen zweiten Knoten drauf. Und dann auf der anderen Seite auch noch mal einen Doppelknoten. Schnell weg, so. Vielleicht sogar noch einen dritten Knoten oben drauf, weil wir wollen ja auch sicher sein, dass nichts rausfällt, wenn wir spielen. Am Schluss schneiden wir jetzt hier noch das Überstehende von unserem Band oder unserer Kordel ab und kürzen auch noch unseren Stoff ein bisschen ein, damit es einfach schöner aussieht. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man viele Stoffteile hat. Da muss man noch ein paar Mal dann schneiden. Es muss auch nicht ganz weg sein, denn man muss aufpassen, dass sich dann der Knoten nicht wieder auflöst. Also lieber ein bisschen mehr stehen lassen als zu wenig. So. Und das wäre dann unser erster Boccia-Ball für unser Spiel. Jetzt habt ihr euren ersten Ball fertiggestellt und müsst noch die 5 weiteren basteln. Ich habe das schon mal gemacht. War schon in der Zeit fleißig. Also 3 Bälle von dem einen Stoff und 3 Bälle für meine Mitspielerin in dem anderen Stoff. Wenn ihr noch mehr Mitspieler habt,
als eine Person, braucht ihr für jeden weiteren Mitspieler 3 Bälle. Die sollten vom Stoff so sein, dass ihr sie gut von den anderen unterscheiden könnt. Jetzt können wir eigentlich fast loslegen mit Spielen. Doch, stopp! Ich habe noch was vergessen. Wir brauchen ja noch einen kleinen Ball. Er stellt unser Ziel dar. Im Prinzip wird er genauso gebastelt wie die großen Bälle. Dafür brauchen wir nur den kleinen Teller. Und ich habe mir noch den Rest von meiner Strumpfhose, also das Teil, wo die Zehen normalerweise drinstecken, genommen. Das reicht gerade aus, um einen kleinen Ball herzustellen. Jetzt werden wir schon mal loslegen mit Spielen. Die Spielregeln erkläre ich euch dann, während wir spielen. Dein Mitspieler sucht sich 3 Bälle einer Sorte aus und du machst es genauso. Jeder hat 3 Bälle in einem Stoffdesign. Einer von euch nimmt den kleinen Ball zur Hand und wirft ihn. Dann nimmt er sich seinen ersten großen Ball und versucht mit diesem den kleinen Ball möglichst zu treffen oder wenigstens in die Nähe zu kommen. Dann bist du an der Reihe und versuchst das Gleiche. Dann wieder dein Mitspieler und so geht es immer hin und her, bis jeder von euch seine 3 Bälle verspielt hat. Am Schluss schaut ihr danach, welcher Ball am nächsten an dem kleinen dran liegt. Das ist natürlich der Sieger und die nächste Runde kann beginnen. Ihr findet sicherlich noch viele andere Möglichkeiten, mit euren Bällen zu spielen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß.